Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und ihr habt Mad City soeben gesehen. My Fair Games. Ja, was ist Mad City? Mad City ist natürlich ein Spiel, ein hektisches Spiel auf kurze Zeit. Ob man das nun alleine spielen kann oder nicht, ehrlich gesagt, peng. Also, da braucht man nicht alleine. Aber mit vier oder fünf Spielern, insbesondere mit Kindern, ist das Spiel ganz schön, weil es hektisch wird. Wie alle Kinderspiele, die auf Hektik angelegt sind, hat das natürlich was damit zu tun, dass Kinder wahrscheinlich auch häufig verlieren. Da muss man vielleicht dem Frustfaktor ein bisschen vorbeugen. Durch diese hier, dass man sie einfach weglegen kann und weglassen kann, ist es sehr nett gemacht, dass man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und ja, braucht man das? Ehrlich gesagt natürlich nicht. Ein schöneres Scoringboard, ein dickeres wäre mir lieber gewesen als das. Dass man hier eine Punktezählung hat, finde ich hilfreich. Auf der Basisvariante finde ich sogar richtig hilfreich mit diesen hier. Aber ehrlich gesagt, dieser ganze hier, der Regeltext, den liest sich eh kein Mensch durch. Man liest sich einmal die Regel durch und dann weiß man das und gut ist. Ja, wenn ich dieses hier nicht habe, diese Aktion mit neun Dingern, dass jeder das gleich hat, finde ich auch schön gemacht. Und dass jeder so ein bisschen dem Schummeln vorbeugt, indem man dem anderen das rüberschiebt, hervorragende Idee, wirklich einfach und hervorragend umgesetzt. Später mit diesen Bluffing-Tokens, mit diesen Runden, ich hole die mal eben nochmal aus der Box hier, um euch die nochmal zu zeigen, hier mit diesen hier, finde ich auch nett, dass man da auch noch so ein Bluffing-Element drin hat. Das ist gut gelöst und gut gemacht. Auch, dass man das Spiel mit bis zu sechs Spielern spielen kann, finde ich auch gut. An der Qualität ist für das, was das Spiel ist, überhaupt nichts auszusetzen. Da gibt es auch wirklich nichts. Ausnahme von hier diesem, finde ich, ungelungenen Board. Dass der Cube so klein ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ist genau richtig. Der Sack ist etwas besser als eine normale Qualität. Und vor allen Dingen blickdicht, das ist auch gut. Also, für das, was das Spiel ist, nämlich für ein kurzes, schnelles Familienspiel, um das mit Kindern zu spielen, ist das Spiel super geeignet aus meiner Sicht heraus und hat mir auch immer viel Spaß gemacht. In Runden, wo so Kinder, sage ich mal, 8 plus dabei sind, 8, 9, 10 plus, da ist das gut. Die freuen sich natürlich auch immer, das kennt ihr ja bestimmt, wie so ein Schneekönig, um andere dann so ein bisschen auszustechen, um besser zu sein. Und da macht das Spaß. Der Glücksfaktor ist durch das Ziehen her okay, aber trotzdem begrenzt. Und das Rumknobeln fördert wirklich stark das Nachdenken. Die Thematik hier an dem Spiel ist überhaupt nicht stark. Also ob das nun eine Stadt ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, für ein Familienspiel mit Kindern aus meiner Sicht heraus ein schönes Spiel. Danke nochmal an MyFair Games für das Rezensionsexemplar. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Das bleibt für mich immer so ein bisschen stehen in meinem Regal. Als ja, entweder wenn meine kleine Tochter jemals so groß ist, dass ich das mit ihr spielen kann. Das dauert aber noch ein paar Jährchen. Bis dahin gibt es wahrscheinlich anderes. Oder aber wenn andere Kinder zu Besuch kommen, Neffen, Nichten, dann habe ich das da. Dafür macht es auch Spaß und so habe ich es auch übrigens getestet. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Nils und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!